Alter, was geht ab, Leute? Die Wobbelt hier. Unterwegs von einem großen Turnier zurück. Und heute drehen wir ein Video über die Line der Liga. Ist ja vor kurzem abgeschlossen worden. Deck Profiles sind auch online. Und heute geben die Jungs mal ihr Fazit zu der Liga. Wer will anfangen? Alex. Okay, dann fange ich mal an. Also im Großen und Ganzen fand ich die Liga eigentlich sehr praktisch. Es war eine gute Art und Weise, den Fans zu zeigen, so wie wir, also wie spielstark wir sind, wie gut wir jetzt umgehen können mit unterschiedlichen Decks. Ja, es war auch eine gute Art zu sehen, wie man jetzt wie man sich jetzt auf das Meta einstellen muss, weil wir haben ja neu angefangen mit dem neuen Set damals. Da konnte man sich so halt drauf einstellen, man hat ungefähr gesehen, so was halt kommt, also wie das halt ist und wie nicht. Ja, und es war auch mal schön für uns, dass wir jetzt mal so eine Liga hatten, um jetzt, sagen wir mal, für uns zu sehen, wer am besten ist. Ich meine, bis vor dem letzten Spiel, sag ich mal, war ich ja heimlicher Favorit für den Fans. Aber dann habe ich es der Tati quasi geschenkt und ja. Also ein Plus an die Liga. Was sagst du zu deiner Leistung? Also das Spiel gegen Barisch, gegen GP-Kollega aka Necrovelli, war nicht so toll. Ich hatte das Deck nicht so unter Kontrolle und Kolosseum war zu hart und Twin Twister, also ich verstecke mich ganz unten im Deck, war halt nicht so toll, da konnte ich nichts machen, habe ich verloren. Gegen Chong Dimit, das waren, ich weiß nicht, das ging irgendwie so schnell, und gegen Tati, ja, ich konnte es beim Meister nicht antun, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Irgendwas über die Zukunft? Denkst du, wir könnten das nochmal starten? Also, wenn ihr wollt, dass wir noch eine Leitende Liga starten, dann schreibt es in die Kommentare. Ich wäre schon dafür, dass wir noch eine machen. Also, mir hat sehr Spaß gemacht. Ich denke den anderen auch. Glaubst du, dich gibt's noch so lang? Was weißt du? Glaubst du, dich gibt's noch so lang? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, auf jeden Fall gibt's ihn noch so lang. Ich meine, wer ist dann eigentlich der Favorit von den Fans? Keiner. Wie fandet ihr die Liga? Jetzt bin ich dran. Also ich fand die Liga nicht so toll. War nicht mein Favorit. War auch kein großer Fan davon. Weil? So, trotzdem habe ich mitgespielt. Weil? Für das Team. Ja, weil kommt gleich. Weil die Gründung. Ich finde, dass spielerisch mein Team nicht gerade auf dem besten Stand ist. Den einzigen ernstzunehmenden Gegner war Tati. Und ich habe auch alles daran gesetzt, dass ich dieses Duell gewinne gegen ihn. Das habe ich auch getan. Als Tatella. Das war mein letzter Tatella-Auftritt. Ansonsten hoffe ich, dass wir neue Projekte haben. Ich bin auch nicht dafür, dass wir die Liga zurückbringen. Leider nicht so viele Klicks bekommen. Fans hat auch nicht so gut gefallen. Also, was kann ich noch sagen? Was hast du noch für Fragen, Mom? Gegen was hast du alles so gespielt? Gegen wen? So, ja, ich habe gegen Necrovelli gespielt. Necrovelli, schlechteste Todesmatchup eigentlich gegen Tatella. Ich kann Alti-Effekt nicht benutzen. Gegen Alex hat Cosmo gespielt. Was hast du gespielt? Pepe. Alex Full Power Pepe. Full Power Pepe. Einfach zu stark. Tatella kommt nicht hinterher. Wenn einer sammelt, ist einfach zu langsam. Ja, hast du gespielt. Mein Gott, was ist los mit dir, Max? Junge! Cosmo, Alter! Okay. Ja, Tati hat Cosmo gespielt. Ja, war ein guter Gegner. Aber habe ich einfach zerfetzt. Dimi habe ich verloren, weil auch... Du hast gewonnen gegen Dimi. Echt? Ja, Mann. Okay. Dimi Henschicht, also ich gewinne nur ein Match. Okay, gegen Dimi habe ich gewonnen. Einfach, weil er spielerisch aber scheiße ist. Das war's, oder? Ja, Mann. Ja, und das war's. Oh, okay. Liga war es. War okay. Abschiedende Worte. Für alle Tatella-Spieler da draußen, glaubst an das Deck noch. Es kann immer noch was reißen. Warum spielst du es da nicht? Einfach für mich ist es zu langsam. Für mich ist
verändert sich nicht bei uns. Hat keinen mehr, kein Support mehr bekommen. Die Monster bleiben immer gleich. Das Einzige, was sich an dem Deck ändert, sind die Fallen. Deswegen spiele ich es leider nicht mehr. Aber glaubst trotzdem noch daran. Tati? Ja, also für mich persönlich war die bleibende Liga ganz okay. Also jetzt auch nicht, ich bin auch nicht so positiv, aber auch nicht negativ. Ich fand die Sache einfach, dass wir das Deck nicht ändern durften oder konnten. Also das Main Deck einfach zu leiden. Das war halt nicht okay. Ja, man sieht es einfach zum Beispiel jetzt, wir haben vor ein paar Wochen angefangen. Monaten, ja. Und da sieht man jetzt auch mal die Veränderungen eines Pepe oder eines Cosmo-Decks, ja, man konnte da nichts machen. Ich habe es so im Großen und Ganzen nicht schlecht gebaut, glaube ich. Es war auf jeden Fall interessant, ja, einfach mal gegen die ganzen anderen Decks zu spielen. Ich habe die Liga gewonnen, ja, weil Alex hat da halt einfach Angst gehabt wahrscheinlich, ja, hat sich nicht mehr getraut, das letzte Match. Ich bin froh drüber. Ich habe gegen Dimi eigentlich leicht gewonnen, war jetzt nicht so schwer, habe auch sehr gut gezogen, ja, also oder normal gezogen. Gegen Barisch, also gegen Jimmy Kollega, gegen sein fallenlastiges Deck, war es schon sehr schwer, muss ich sagen. Er hat wirklich viele Anti-Elemente gespielt, die es einem schwer machen zu splashen und so. Aber habe trotzdem dann durch ein Majestic Field gewonnen und einen Stormfall. Das einzige Match, was ich verloren habe, war gegen John und sein Satella. Satella ist war eigentlich immer ein schweres Matchup für Cosmo, weil einfach Trivia sehr einen krassen Effekt hat und einfach die Monster alle weghauen kann. Ich hätte das Match wahrscheinlich gewonnen, wenn ich das Spielfehler nicht gemacht hätte. Ich hätte einfach eine Standby-Files Royal Degree aufflippen müssen, da hätte ich schon keine Chance gehabt. Aber passiert, ja, ist okay. Es war auch jetzt nicht so, wie er meint, dass er mich zerfetzt hätte. Das war ausgeglichenes Match. Er hat gewonnen, ist okay. Trotzdem habe ich die Liga gewonnen, finde ich cool. Ob wir sie zurückbringen, würde ich eher abraten. Ich würde lieber etwas aufziehen, was einfach zeitgemäß ist, dass man einfach hier und jetzt testen kann, ja, mit den jetzigen Decks, mit den jetzigen Metern. Aber ich denke, da werden wir uns was überlegen. Da kommt bestimmt mit Sicherheit was. Ja. Was war euer Lieblingsmoment von der Liga? Als Tati die Queen nicht aufgedeckt hat. Das ist der Five-Face. Das war euer glücklichster Moment. Mein glücklichster Moment. Und danach, dass er einfach gequittet hat. 2 Tage nicht mehr in WhatsApp geschrieben hat. Er hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Nee, was schreibst du, Alter? Er war einfach sauer. Mein glücklichster Moment war eigentlich, dass ich gegen Barisch den Majestic Field gezogen habe, Stormforce Wand aktiviert habe und dann durch ihn halt einfach das Game gewonnen habe. Das war richtig geil. Mein Lieblingsmoment war, als ich gegen Demi das zweite Game gespielt habe. Ich habe mir nur eine Karte gezeigt, er hat direkt aufgegeben. Ja, aber gleich Wait Quit, Alter. aus der gleich offline gegangen. Also da war ich schon echt glücklich. Ja, aber dazu muss man echt noch sagen, Leute, dass es uns echt leid tut, Mann, dass wir, oder eigentlich war es teilweise nur er, der immer so endschnell gequittet hat und alles. Ja. Da konnte man eigentlich echt nicht mal irgendein Match gut anschauen. Aber keine Sorge, dem bringen wir sicher nicht mehr zurück. Ja. Ich denke, im Großen und Ganzen war es okay, ja. Aber ich denke mal, was Besseres, was Zweitgängigeres wäre auf jeden Fall besser. Ja. Wie fandet ihr die Videos am Anfang und am Ende? Die waren schon echt lustig, ja. Die waren schon lustig. Aber, ja, diese ganzen Aufputschen. Also ich habe eher geleitet, als ich verloren habe gegen Barisch. Mir war es schon echt peinlich. Ich hoffe, ich wollte so gar nicht mehr rausgehen. Ich hoffe, mein Gürtel hat euch gefallen. Ja. Ich glaube, bei mir ist den Gürtel direkt wieder eingepackt. Ansonsten könnt ihr wie immer unten in die Kommentare schreiben, was ihr von der Liga gehalten habt, ja. Ob ihr noch eine neue wollt. Oder was wir sonst so machen können. Oder was wir anders hätten machen können. Oder was wir anders hätten machen können. Vielleicht gibt es ja gute Vorschläge, wer weiß. Ja, vielleicht zwar. Ja, bloß mal irgendwie
momentan zu schreiben, was für geile Turniere oder was für geile Sachen, Projekte die machen können für euch. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch gerne Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab und die Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet sie.